Name ist Christian. Heute möchte ich euch wieder eine Software vorstellen, und zwar schauen wir uns heute gemeinsam Captain Optimizer 2011 an. Ja, was ist das für eine Software? Und zwar Captain Optimizer 2011 ist eine Software, mit der ihr die Möglichkeit habt, euer System zu optimieren, die Leistung des PCs zu verbessern, die Geschwindigkeit zu verbessern. Ja, und dass das System im Allgemeinen auch stabiler läuft. Wenn ihr das System gestartet habt, ich habe mir ja da hier schon die Demo-Version runtergeladen, seht ihr hier gleich beim Start einen Systemstatus, und hier seht ihr gleich so gelbe Buttons oder gelbe Dreiecke. Das heißt, hier ist Handlungsbedarf gegeben. Also bei meinem PC hier auch, ja. Gut, das kann man dann im Nachhinein mit Startscan einen Scan durchführen und dann im Nachhinein auch die Fehler und die Probleme beheben. Weiters gibt es die Möglichkeit, hier die Performance zu verbessern vom System, indem dass ihr zum Beispiel die Festplatte optimiert, dass ihr Speicheroptimierungen vornehmt. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Mir persönlich hat die Möglichkeit gefallen, dass man zum Beispiel Driver-Updates macht. Da werden die bestehenden Treiber kontrolliert, gibt es neuere Treiber im System, online und so weiter. Und es gibt auch die Möglichkeit, installierte Programme über dieses Tool zu deinstallieren. Das können wir uns ganz kurz anschauen. Das dauert immer ein wenig, bis das dann die Programme angezeigt werden. Wir schauen uns einfach mal vorher was anderes noch an. Und zwar, es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene Backups zu machen. Man kann das Ganze ein Backup vom System erstellen, man kann gelöschte Files wiederherstellen und man kann einzelne Backups von einzelnen Files erstellen. So, im Hintergrund sehe ich schon, es ist das System gescannt worden, und man kann sich jetzt hier eine Softwareliste anzeigen lassen und kann dann die einzelnen Programme mit einem einzigen Klick deinstallieren. Also eine sehr, sehr nützliche Funktion, was sehr hilfreich sein kann. Dieses Tool Captain Optimizer 2011 bietet einige Funktionen, die was Ihnen das Leben als PC-Anwender sehr erleichtern. Ich würde vorschlagen, probiert einfach das Tool mal aus, ladet euch die Demo-Version runter und bildet euch eure eigene Meinung dazu. Wie kommt ihr jetzt zur Demo-Version? Hier geht ihr einfach über euren Software-Browser auf softwaregigant.com. Gebt zum Beispiel als Suchbegriff ein, in diesem Fall zum Beispiel Captain alleine. Dann wird das Software-Gigant-Suchportal nach einem Software mit dem Namen Captain auch suchen. Hier findet ihr auch schon Captain Optimizer. Hier werden auch noch einige Informationen erklärt zum Produkt, welche Vorteile und so weiter. Und man kann sich hier auch die Demo-Version runterladen. Von dieser Software-Suchmaschine softwaregigant.com gibt es auch ein Offline-Tool. Dieses könnt ihr unter software-searchtool.com downloaden. Hier geht man dann einfach auf Free Download. Das habe ich im Vorfeld auch schon gemacht. Das ist dieses Tool hier. Gibt man zum Beispiel wieder Captain als Suchbegriff ein und findet dann auch wieder dieses Produkt, was wir uns im Vorhinein angeschaut haben. Ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite für heute. Ich hoffe, ich habe euch einige Informationen geben können. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese jetzt unter der oben eingeblendeten Fanpage stellen. Mich hat es gefreut, dass ihr zugehört habt, und bis zum nächsten Video.